Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier zu Zompierser. Ja, wir verlassen gerade das Fischerdorf. Na, ihr seht es. Und sind auf dem Weg mit volle Pulle. Was wir gleich mal ein bisschen abändern werden. Auf dem Weg zu neuen Zielen. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts verpasst hier. Da drüben wäre auch noch was gewesen. Oh, warte mal. Da drüben ist noch ein Steg. Das schaue ich mir mal an. Genau. So, da stehen wir. Okay, ich würde das mal was trinken. Und dann essen wir was. Essen wir mal 3 Stück davon. Und dann trinken wir noch eins. Auch mit Escape breche ich das ab. Okay. Das ist ja gut zu wissen. So, sehr schön. Wir gehen mal darüber. Ist ein bisschen entfernt. Aber vielleicht ist da wenigstens noch eine Kiste oder irgendwas. Oder keine Ahnung. Aber ich meine, man zeichnet ja sowas auf einer Karte vielleicht nicht umsonst ein. Vielleicht kann man da noch was finden. Und wenn es umsonst ist, dann war es umsonst. Dann ist das auch kein Problem. Apropos, da fällt mir gerade ein, wir sind den Weg in die andere Richtung gar nicht gegangen, ob da noch was ist. Und ich sehe schon eine Kiste von hier. Aha. Und wir müssen mal den Treibstoff vom Zug überprüfen. Was ist das dort hinten? Ist da noch was im Wald, eine Hütte oder was? Wow. Ja, das haben wir irgendwie total... Da hatte ich nicht mehr dran gedacht, ne? Aber ist egal, wir hätten sowieso laufen müssen. Der Zug steht fest. Bremse ist angezogen. Eine Kiste haben wir dort. Ein Boot oder irgendwas ist auch noch vor Ort. Und dort hinten scheint ein Haus zu sein. Ja, ist auf keinen Fall das Haus, wo wir schon waren. In den Wäldern. Weil wir ja die Strecke ganz anders gelaufen sind. Beziehungsweise gefahren sind. Kann es das also nicht sein. Gut, wir werden jetzt auch in der nächsten Zeit die Pistole verwenden. Und so wie es aussieht, nutzt die sich auch ab. Ich weiß noch nicht, wie wir die reparieren. Hier ist ein Haus. Ich wäre verrückt. Hier ist wirklich ein Haus. Da bin ich froh, dass ich den Steg noch gesehen habe. Dann ist das wahrscheinlich die Siedlung auf der anderen Seite, oder? Wie weit kann man eigentlich ins Wasser gehen? Kann man ins Wasser gehen? Okay, und was passiert? Oh, wir schwimmen. Oh, cool. Also wir können schwimmen und da... Oh, oh. Die mag ich nicht. Das sind die Gas-Zombies, ne? Die Kirsche ist das mit ihren Gasbällen. Wir hatten ja Glück gehabt am Bahnhof, dass die uns da nicht so eingenebelt hat. Ja. Dass wir die relativ gut vernichtet haben. Okay, das war ein Treffer, glaube ich. Noch ein Treffer. So, komm mal runter, du. Ja, war nicht ganz preisgünstig, aber egal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ein einzelnes Haus steht hier. Ich bin gespannt, was wir finden. Erstmal rumschauen. Hier ist nichts weiter. Krass. Da unten ist noch einer. War eigentlich mal jemand hier? Hm.
Also ich glaube, sonst ist hier keiner, ne? Das sind vielleicht die zwei Einwohner hier gewesen, ne? Aber wir haben unsere eigene Regel gebrochen, den Wegen zu folgen. Natürlich war auf der anderen Seite auch noch der Weg, ne? Ich habe die Zombies weggemacht, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Krasse Sache. Da ist keiner. Okay, na gut, kann ja alles noch... Hilfe. Aber die Landschaft ist schon relativ schön gemacht, also... Na, und die Bäume... Die Natur kommt hier wirklich sehr gut rüber, ist mein Eindruck. Da bin ich echt begeistert, gefällt mir. Und ich denke mal, wenn man dem Spiel noch ein bisschen Zeit gibt, dann... also es hat eine Menge Potenzial, sagen wir es mal so. Oh, hier steht einer. Den habe ich gar nicht gesehen erst. Alter. Du hockst hier hinter der Tür, ey. Verdammte Axt. Also mit dem Knüppel. Tja. Also einmal hat er uns getroffen. Ich denke, das ist verkraftbar. Gibt es hier so ein geheimes Fach oder so? Nee, ne? So, das hat man. Bett ist auch nichts. Hier war auch nichts, ne? Kein Schrank oder irgendwas. Kann man hier was mitnehmen? Sieht nicht so aus. Okay, den haben wir schon erledigt. Ich habe gedacht, der steht wieder. So, dann nehmen wir das mal mit. Ja, den Zug wird uns hoffentlich keiner klauen. Schlüssel haben wir abgezogen. Ich kann immer versuchen, einen zu schieben. Naja. So. Nee, das ist nix. Das ist auch nix. Ja, schauen wir nochmal hoch. Aber als erstes looten wir mal hier durch. Schwierig wird es natürlich, wenn du hier dann Haufen Loot findest und der Zug wirklich so weit weg steht, ne? Dann wird es ein bisschen kritisch. Ja, ich weiß noch nicht, wie man den Revolver hier, die Pistole, nicht den Revolver, die Pistole reparieren. Da bin ich gerade noch ein bisschen überfragt. Hm. Ach, fangen wir hier an, was soll's. So, ich tu mal hier den Stuhl zerlegen, während die sich drüben einig werden, was sie machen. So, das haben wir schon. Das geht nicht. Das haben wir auch schon. Wahnsinn. Hat die durch die Wand geworfen? Das ist ein Miststück. Ein Miststück. Oh Mann. Na gut, dann ist das so. Machen wir 95. Und da ist gut. So, Flasche Wasser können wir trinken. Die Bohnen bringen 30. Ne, das ist mir zu viel momentan. Da tun wir wieder einbüßen. So, hier hat man gelootet, ja. Die Waffe ist nachgeladen. Passt auch. Okay. Hat sie einen erwischt, ey. Das ist ja echt der Hammer, ne? Durch die Wand. Das können wir nicht mitnehmen. Den hatten wir auch schon. Das ist auch nichts für uns. Okay, gut. Dann ist das so, ne? Gut.
Ja, schöne Sache. Da haben wir doch noch was gefunden. Hätte ich nicht gedacht. Was versteckt ist? Schön. Aber wie gesagt, das ist genau das, was ich meine. Ihr müsst die Wege, die sind auch ein Stück mal reinlaufen. Manchmal sieht man noch was. Ich glaube nicht, dass hier hinten noch was kommt, obwohl der Weg noch weitergeht. Ich glaube, dass es das gewesen ist. Wir können trotzdem noch mal einen kleinen Blick vielleicht werfen. Aber ich glaube, das hat sich hier mit dem Haus erledigt. Gehört einfach noch zum Fischerdorf, ist aber ein bisschen abseits. Und ja, die Gastante hat es ein bisschen in sich. Geht das hier noch irgendwo hin? Ich weiß es nicht, ob man hier hinter nochmal laufen sollte. Da steht noch einer. Das birgt eigentlich dafür, dass da noch was ist. Das ist ein Flitzer. Unsere Waffe ist geladen, ja. Wenn jetzt hier noch einer kommt, dann ist da hinten was. Im Moment sieht es nicht so aus. Vielleicht können wir hier ein bisschen über die Anhöhe schauen, aber wir sehen gar nichts, ne? Wir laufen noch mal ein paar Meter. Ist nichts zu sehen, oder? Man weiß eben, oh, da ist wieder einer. Aber das bedeutet eigentlich, dass da auch was ist. Wir gehen hier weiter. Wir gehen hier weiter. Tja, ich weiß nicht, was hier sein soll. Wieder ein Haus, ich wäre verrückt. Aber ja. Wie gesagt, vielleicht hätte man auch in die Stadt noch ein Stück laufen sollen. Der Weg ging ja auch weiter. Aber es war kein Zombie mehr zu sehen, weit und breit. Und ich sehe es immer so in Kombination aus Weg und Zombie oder eventueller Sichtweite, dass da was sein könnte. Das ist natürlich dann das, was uns zum Ziel führt. Ist das ein Flitzer? Nee. So, wie sieht's aus? Da ist nix. Ja, ich bin froh, dass wir da noch mal den Steg gesehen haben und den bisschen Strand. Ganz ehrlich. Oh, da ist ein Flitzer. So, nehme ich mir mal den Steg vor. Aber ich glaube, hier hinten sind wir dann an der Kartenende angekommen, ne? Ist hier dann noch was? Nee. Nicht, dass dahinter noch was versteckt wäre, was Schönes. Aber schön, echt schön. Also kann man nicht meckern, ne? Ich mach's mal so. Da steht jemand. Ist denn das? Eine Rüstung! Alter, ich wär verrückt. Die nehmen wir mit. Guck mal, die können wir gleich anlegen, oder? Wo war mein? Mit G. Da haben wir sie. Schön. Danke für die Rüstung. Krass. Ja, hier können wir ja leider nichts machen, ne? Nee. Gut. Sehr schön. Es wird Bad sein, denke ich mal. Jawohl. Kein Schrank.
Okay. Wieder ein Verband, sehr gut. Okay. Und ein paar Patronen. Schöne Sache. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben Patronen, wir haben Verband, wir haben eine wunderbare Rüstung bekommen. Und ich werde trotzdem hier nochmal über den Hügel schauen. Aber ich denke, dieses Bergmassiv gibt momentan hier die Grenzen vor der Karte. So würde ich das mal behaupten. Und ja. Schön. Wirklich schön. Gut. Ja. Also, das Spiel mag bestimmt für den einen oder anderen Geschmackssache sein, das muss man vielleicht sagen. Aber die Machart ist nicht schlecht gemacht vom Preis her. Wenn man es im Angebot holt, ist es auch in Ordnung. Je nachdem, was ihr für ein Angebot halt bekommt. Normal kostet es, glaube ich, 16, 17 Euro. Und ich habe es hier jetzt im Sommersale mir geholt. Bin da eigentlich ganz zufrieden. Hatte da jetzt auch Zeit dafür, mir das zu holen und auch zu testen. Wir essen das mal. Und beziehungsweise zu spielen, hier angefangen zu spielen oder anfangen zu spielen. Und mir gefällt es. Ich finde es wirklich top. Ja, es gibt Schlimmeres. Ich habe schon schlimmere Spiele gehabt und ich habe heute zum ersten Mal auch eins zurückgegeben bei Steam. Ich habe das, ich weiß nicht, ob es Erfolg hat, meine Rückgabe. Das werden wir sehen. Aber tote Spiele, nee. Da bin ich dann auch so, dass ich sage, das muss nicht sein, zumal es momentan. Es kostet, von dem, was es jetzt gerade kostet, kostet normalerweise das Vierfache. Das heißt also 75% Rabatt. Na, ich habe es damals zum dreifachen Preis bekommen, also mit 25% Rabatt. Und hatte mir davon eigentlich was erhofft, weil es im Stil wie Among Trees ist, von den Grafiken her. Ich mag diesen Stil schon irgendwie. Aber unterm Strich ist es halt so, dass es einfach nur ein sehr bescheidenes Spiel ist. Und so wie es aussieht, das letzte Update war im Oktober letzten Jahres. Und seitdem hat sich nichts mehr getan. Dieses Spiel braucht aber dringend Updates, weil einfach vieles da ein bisschen im Argen liegt. Wen es interessiert? Es ist Under the Water, hatte ich mir geholt. Wie gesagt, damals für etwas über 6 Euro. Jetzt kostet es 2 Euro noch was. Aber es ist nicht das Geld wert. Das kann ich euch versprechen. Lasst da die Finger von. Ja. Das Spielkonzept ist meines Erachtens nicht ausgereift. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, die Spielmechanik so zu nutzen, wie das wahrscheinlich vorgesehen war. Und von der Machart ist es wirklich toll. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile 10 Monate her seit dem letzten Update und das ist einfach ein bisschen viel. Waren wir hier gewesen, ja, ne? Ja, hier hat man dann die junge Dame da befördert, genau, da liegt sie noch. Und deswegen habe ich heute mich mal entschlossen dazu. Ich bin eigentlich sonst nicht so, ich sage, ja, weißt du, aber es tut sich nichts und ich möchte, auch wenn es 6 Euro sind, ich möchte nur ungerne sowas fördern. Ja. Wenn es mir gefallen hätte in irgendeiner Form und ich sage, ja, daraus kann man was machen vielleicht oder man kann es vernünftig spielen, aber ja, so ist es halt. Nein, und deswegen habe ich das heute mal probiert. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich ist, wir werden es sehen. Ich habe meine Begründung reingeschrieben und schauen wir mal. Ja. Aber ja. Sieht auf alle Fälle hier dieses Spiel bedeutend besser aus. Wie gesagt, ist natürlich auch ne, in den Anfängen. Aber wenn da hier dann Updates kommen und natürlich auch dementsprechende Erweiterung der Karte. Also ich sag mal, das Ding kann durchaus sehr viel Spaß machen. Wirklich sehr viel Spaß machen. Und das ist es halt. Ja, wir werden natürlich auch mal den Zug anfangen zu bauen.
Das heißt, Wände setzen, Türen, Fenster, dann werde ich das nochmal ein bisschen anders einrichten. Ich habe auch gesehen, dass man eine Treppe nach oben bauen kann. Das heißt, man kann den auch zu einem Zwei-Etagen-Zug machen. Das ist natürlich ein ganz nettes Gimmick. Zumal ich sagen muss, allgemein ist das schon eine sehr nette Idee, die Zombie-Apokalypse im Zug zu durchleben. Es gab da auch mal so einen Film, den habe ich gesehen. Ich glaube, der hieß Icebreaker, wo die mit dem Zug durch die Eiswelt fahren, na, die Welt hat sich in den Eisklumpen verwandelt und dann kommt da so einiges zutage in diesen Zug und natürlich am Ende die Rebellion und wow, der war nicht schlecht, fand ich. Aber so viel mal nebenbei. Ich glaube, Icebreaker hieß der. Gut, ich würde das mal hier reintun. Ich weiß nicht, zu was wir die Schallplatten in Zukunft brauchen werden, aber wenn wir sie brauchen, dann können wir es auf jeden Fall auch irgendwann mal nutzen. Da haben wir es auf jeden Fall. So, ich erstmal hier was. Das hat 20. Ja, das reicht das mal. Noch ein Wasser. Machen wir noch ein Wasser. Wasser könnte ein bisschen eng werden, oder? So, schauen wir mal. So, wir geben Gas. Hier, Motor an, Bremse los. Und Maximum Warp. Ich bin gespannt, was wir als nächstes finden. Schauen wir einfach mal, ne? Aber das war nochmal ein wichtiger Ausflug. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Zwei Häuser haben wir noch gefunden. Und ich kann die Maschine vom hier leider nicht leiser stellen. Das geht leider nicht. Ist ein bisschen schade. Der muss halt so laut bleiben. Wie sieht unser Treibstoff aus? 201 ist jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung. Ja, und es gibt ja leider keine Anzeichen, wo hier etwas ist, ne? Wo man hier etwas finden kann. Ist leider ein bisschen schade. Ist das ein Weg? Ist da hinten ein Weg? War da was? Ist das ein Fels oder was ist das? Geht er da an Zoom? Nee. Sieht so komisch aus, oder? Ah, das ist so ein schräger Felsen wieder, ne? Also ich weiß nicht, ich. Sie hatte gedacht, dass ich hinten den Weg sehe, aber das war wohl dann eine Täuschung. Und das hier wird wohl ein Fels sein. Gut, hier ist natürlich wieder die Umrandung von der Karte. Unser Zug ist stehen geblieben. Das ist schon mal äußerst positiv. Und ja, wir müssen mal schauen, na, ob hier wieder irgendwo ein Weg oder was ist. Aber es ist schon nett, das ganze Spiel trotzdem auf seine Art irgendwie. Ich finde es in Ordnung. So, ich senke mal die Geschwindigkeit etwas. Manchmal muss man ja auch mal ein bisschen in die Höhe schauen. Da sieht man vielleicht manchmal einen Funkturm, ne, oder sowas, was man durch die Bäume dann übersehen würde. Oh, wir sind im nächsten Sektor. Seht ihr? So kann es gehen. Was ist das hier? Eine Straße? Halt, 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 halt. Eine Straße. Ja, ich muss mal gucken gehen. Lässt sich nicht ändern.
So, die Frage, ist da hinten noch was oder ist bloß hier vorne was? Straße bedeutet auf jeden Fall, dass die irgendwo hinführt in die Zivilisation und damit zu einem neuen Ort natürlich. So, ich lasse dir mal ein bisschen Luft holen hier. Ne, haben wir nicht dabei. Dann nehme ich mal eins derweile. Sehr gut. Dann haben wir fast wieder 100% Leben. Also in dem Fall auf die Lebenspunkte gerechnet. Die Straße geht da hoch. Oh! Siehst du? Oh, Badeteich. Schön. Hier im Sommer ist sowas Gold wert, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Ich habe ich gar nicht gesehen. Einmal daneben schießen muss sein. Das gehört einfach zum guten Ton. Ne? Das war der Warnschuss. Aber hier ist nichts. Schade. Okay. Tja, es ist die Frage, geht es noch dahinter? Also eine Karte wäre mir eigentlich schon lieb, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber da ich keine Zombies sehe. So, da hinten sehe ich nichts, ne? Wie spät haben wir es denn eigentlich? Wir haben 17 Uhr. Das heißt, wir schauen mal, was wir hier noch ausrichten können. Das ist jetzt schon schnell dunkel. Warum hat denn der nicht nachgeladen? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Dann ist das so. Oh wow. Nee, jetzt wird's dunkel. Wir kehren mal zurück. Schlafen das mal ganz schnell aus. Na komm her. So, wo steht unser Zug? Irgendwo hier vorne? Da ist er. Ja, soweit ich weiß, kommen die Zombies ja auch nicht den Zug hoch. Das kann aber sein, dass sich das mal in der zukünftigen Version dann ändert, ne? Und das wird dann schon interessant. Ja. Vor allen Dingen in Bezug auf, dass sie einen den auseinandernehmen. Also ich denke mal, die Zugmaschine vielleicht nicht. Na, den Zug an sich selber. Den Triebwagen, aber eventuell hinten die Aufbauten, was man so schön in mühsamer Kleinarbeit sich hat da zusammengebaut. Okay, wir machen mal ganz schnell hier. Du sollst nicht schlafen, während du Zug in Bewegung ist, wenn es... Wir haben die Bremse nicht angezogen, okay. Das will uns damit sagen. Dann ist das so. So. Hammer. Netter Hinweis. Vielen Dank. Aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Gut. Dann nehmen wir uns jetzt am Morgen vor. Wir können aber sicherlich noch was essen und trinken. Und dann hätten wir das. So. Wir sind allerdings auch in der 30. Minute. Das heißt, wir würden eigentlich in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gern das Däumchen nicht vergessen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Und auf bald.